Die Sommerzeit ist auch die Ferienzeit, auch an der Börse, und das merkt man auch beim Handelsvolumen. Doch der DAX, der ist ganz gut aufgelegt, und damit herzlich willkommen zum IG Trading Talk hier von der Frankfurter Börse. Bei mir ist Christian Henke, er ist Senior Market Analyst bei IG. Schön, dass Sie da sind. Ja, für den DAX lief es ganz gut, obwohl die Sommerzeit da ist. Ja, genau. Und das ist eben das Komische, wenn der Sommer kommt und die meisten Anleger jetzt doch lieber in den Urlaub fahren, geht es mit dem DAX eigentlich per se doch leicht abwärts. Wir bezeichnen das als sogenannte Saisonalität. Der Juli ist noch ganz gut, aber im August und vor allem im September geht es eigentlich hier heute auf dem Frankfurter Börsenparkett abwärts. Sie haben uns den Chart mitgebracht. Was sagt er uns? Ich habe mal denn das sogenannte Big Picture mitgebracht, also der DAX auf Monatsbasis ausgehend vom Jahr 2009, das markante Zwischentief im März 2009. Und wir sehen, der DAX musste im vergangenen Jahr seinen langfristigen Aufwärtstrend erst einmal unterbrechen. Aber wir sehen aber auch hier sehr schön im Chart, dass zwei wichtige Abwärtstrendlinien wieder bezwungen werden konnten, zurückerobert werden konnten. Das heißt also, ich sehe jetzt den DAX Sommer hin oder her, Urlaub hin oder her, doch erstmal so Richtung 12.870 circa. Und dann sehen wir vielleicht sogar, dass vielleicht aber erst im Schlussquartal, welches deutlich besser ist, in Richtung 13.000. Die Notenbanken und die Handelskonflikte haben uns thematisch bestimmt. Bleibt uns das auch noch weiterhin erhalten, auch in der zweiten Jahreshälfte? Ja, auf alle Fälle. Wir haben im Grunde ja einen Unsicherheitsfaktor, und das ist US-Präsident Donald Trump. Seine Tweets sind ja gefürchtet. Der hat ja auch jetzt, glaube ich, heute und gestern ja auch wieder sich zu Wort gemeldet. Ich sage nur Währungsmanipulationen, Euro, Europa und China. Aber der Handelskonflikt, glaube ich, wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Zwar auf dem G20-Treffen beide, China wie USA, reden wieder miteinander, aber letztendlich gelöst wurde der Zollstreit bislang nicht. Was sollten denn die Anleger jetzt im Sommer tun? In Aktien investieren, oder ist der sichere Hafen Gold vielleicht auch interessant? Eigentlich müsste ich jetzt fast sagen, lieber den Urlaub genießen und an den Strand gehen. Nein, das Problem ist ganz einfach, wenn wir uns mal das dritte Quartal, also die Sommermonate anschauen, ist der DAX in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, mal ein bisschen mehr um 1% gefallen. Also das ist jetzt kein Grund, Aktien zu meiden. Aber letztendlich natürlich, der Goldpreis ist interessant. Ich habe das jetzt mal zuletzt mal so formuliert, Gold hat wieder an Glanz gewonnen. Und wir sehen hier auch auf dem Chart das Big Picture des Goldpreises, das gelbe Edelmetall auf Monatsbasis. Und hier sehen wir auch ganz schön, dass durchaus noch Potenzial nach oben ist. Ein Widerstand bei 1430 US-Dollar sollte dann noch bezwungen werden. Aber dann kann der Goldpreis noch mal um gut 100 US-Dollar nach oben klettern. Also Gold bleibt sicherer Hafen, weil wir wissen nie, wann meldet sich Donald Trump wieder zurück. Sagt Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG. Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren beim IG Trading Talk, und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Wenn Sie noch mehr Informationen wollen, dann schauen Sie doch auch gerne auf ig.com.